Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Myst Masterpiece Edition. Und heute mit dem Selenetik-Zeitalter, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, hoffe ich. Beziehungsweise ich habe ja letzte Mal die Sound, Musik, Rätsel, Geräte gelöst und das muss ich nochmal kurz aktivieren. Genau. Dann kriege ich ja hier in diesem Hologramm Projektor Fischaugenoptik das Buch. Und dann wollen wir uns das mal angucken. Bin ich immer gespannt drauf. Okay. Gut, dasselbige nochmal. Wir jetzt im Zeitalter und es ist nicht benutzbar. Oder doch keine Energie. Okay. Und man kann es auch nicht mehr betreten. So, dann schauen wir uns mal erstmal hier um auf dieser Insel. Was haben wir hier? Okay, also wieder ein Geräuschrätsel. Satellitenschüsseln. Und ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass man den Turm, oder? Täuscht das nur, dass man den Turm drehen muss. Ja. Gut, die Satellitenschüsseln werden, die müssen dann wohl auf den Turm auch ausgerichtet sein. Okay, es ist so ein dumpfes Grummeln. Ich meine, das war doch auch gerade da auf dem Schieber. Gut, also das wird wahrscheinlich auch wieder ein. Müsste eigentlich recht zügig gehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir die, wenn das jetzt hier dichte Geräusche sind, dass wir die in einer bestimmten Reihenfolge auch wieder aufnehmen müssen. Müssen wir einfach mal an. Also hier haben wir. Was haben wir? Mal gucken. Geothermalspalte Zeug aufschreiben. Wichtig. Ja, Thermal ist quasi der. Die eine Seite. Das ist Wasser, also Tropfen. Also wenn es wirklich nur das ist, dass ich hier die Sounds der entsprechenden Reihenfolge machen muss, dann ist das doch eigentlich recht einfach. Aber ich glaube nicht, dass es das sein kann. Also nicht nur. Das wäre nämlich sonst zu einfach. Okay, das ist Uhr. Das lassen wir auch mal an. Da ist auch die rote Seite. Gut. Dann nennen wir das hier mal Obelisk. Obelisk. Ja,
so viele Zeitalter, glaube ich, stehen uns gar nicht mehr so vor, bevor jetzt nur noch das eine, was ich da gefunden habe, dieses sonderbare Zeitalter da unten im Keller, das wird wohl eins sein. Okay. Ein Vogel. Das erste Lebewesen überhaupt in der Mistwelt. Zumindest in der Real Mistwelt. Sonst war das ja immer recht tot. Ah, okay. Ah, nee. Ich hätte doch gerne noch dieses Licht angemacht. Okay, das ist jetzt Geysir, Dampf. Schreiben wir es einfach mal Dampf. Dampf. So. Wo war ich stehen geblieben? Ich habe halt gerade irgendwas. Ah, zumindest Licht. Oho. Mal Taschenlampe anmachen. Tatsächlich, Fledermäuse. Sich bewegende, in Anführungsstrichen lebende Tiere, die allerersten überhaupt. Selbst Channelwood war ziemlich tot. Also. Aber gut. Ja gut, dann kommen wir jetzt hier raus. Macht doch Sinn. So, dann haben wir hier den. Licht erstmal wieder aus. Da kann ich nichts. Oh, okay. Also, das sieht mir aus wie. Okay, das kann ich bewegen. Das wird dann wieder so ein. Ah ja, einverstanden. Nee, wir suchen. Das ist die Uhr. So. So ist der Obelisk. Und die Dampfgeschichte. Gut, das wird dann wahrscheinlich auch der Code sein. Das war mir etwas zu schnell. Also, Obelisk, Wasser, Wind. Da, zu schnell. Okay, Obelisk, Wasser, Wind. Thermal. Uhr. Obelisk. Wasser, Wind, Thermaluhr. Das sind fünf Stück und das passt. Obelisk, Wasser, Wind, Thermal, okay. Das war's.
Aber wo war ich vorhin stehen geblieben? Ach so, ja, die verbleibenden Zeitalter sind ja wohl nicht mehr so viele. Und dann als nächstes steht ja Riven an. Habe ich das gerade schon erzählt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Riven wird interessant werden, weil Riven ja nur in 640 mal 480 in der Auflösung zur Verfügung steht. Real Riven ist ja noch nicht so weit, dass die Community ist oder dass man es releasen könnte. Deshalb wird das wohl etwas interessant werden, das Ganze aufzunehmen und dann auch auf YouTube zu bringen. Aber schauen wir mal. Sollte eigentlich auch funktionieren. So, also wir brauchen erstmal Obelisk. Obeliskwasser. Wind. Das ging ja noch. So. Da schnappe. Okay. Ja, da ist ein Schalter. Und da haben wir ein Unterseeboot. Oh, schön. Backwards, forwards, Südosten. Okay. Oh, schön. Ein Labyrinth. Ah, ich glaube, waschen. So, wir fahren jetzt gleich in Richtung Westen, also würden wir nach Osten zurückfahren. Schauen wir mal. Das wäre der Weg zurück. So, also nach Richtung Norden.
Das ist jetzt schon wieder ein bisschen komplizierter. Wovon kommen wir? Wir können nach Osten fahren oder wir können weiter nach Norden fahren. Also fahren wir nach Norden. Da kommen wir her. Also es ist eine Sackgasse. Also einmal nach Süden wieder. So, da kommen wir her. Westen 1, Norden 2, nach Osten. Ja, bleibt uns nicht ganz so übrig, ne? Also nach Osten. Süden, da kommen wir her. Also nach Osten. Sackgasse. Jetzt könnten wir nach Norden wieder fahren. Da kommen wir her aus dem Westen. Da fahren wir Richtung Osten. Und es wird wahrscheinlich wieder eine Sackgasse sein. Doch nicht. Also es geht nur Richtung Nordosten sogar. Also im Westen kommen wir ja, dann fahren wir einfach mal Richtung Nordosten. Mehr als eine Sackgasse kann es nicht sein. Also Nordosten ist 5. Okay, also wenn ich jetzt vorher nach Nordosten gefahren bin, warum ist dann Südosten versperrt, Südwesten? Südost. Ah, weiter Richtung Norden.
Also wie mir scheint, eine Sackgasse. Ja, also das war eine Sackgasse, dann wieder zurück nach Süden. Südosten hat man zur Auswahl. Und Norden, da Norden in der Sackgasse war. Southeast nur. Ist das quasi auch eine Sackgasse? Das ist natürlich nicht gut. Also wieder nach Southeast. Damit wäre 5 auch eine Sackgasse gewesen. Also kamen wir jetzt von Westen. Westen müsste... Ja, richtig. Also von da kamen wir vorher. Und sind dann... Wird dann wahrscheinlich Nordosten gefahren, genau. Also war das ja auch eine Sackgasse wieder. Ne, nach Süden können wir noch. Nach Süden. 4 nach Süden. Okay, also dieses Pling scheint wohl ein Indikator dafür zu sein, dass wir richtig sind. Okay, wir kamen jetzt aus dem Norden und wir könnten theoretisch jetzt im Süden weiterfahren. Da kommen wir her. Okay, wir können jetzt noch Richtung Osten fahren oder fahren Richtung Süden weiter. Versuchen wir es mal Richtung Osten. Okay, es hat nicht geblinkt. Dann gehen wir mal davon aus, dass dieses Bling wirklich ein Indikator dafür ist, dass wir richtig fahren. So, weiter Richtung Süden. Das hört sich ähnlich an, aber so, wir kommen jetzt aus dem Norden wieder. Da kommen wir her. Puh, wir können noch Richtung Westen fahren.
ins Westen zuerst aus. Das sieht schon besser aus. Ah, einverstanden. So, wir kommen jetzt aus dem Osten, das heißt... Richtung Norden geht's. Oder Richtung Südwesten. Ausprobieren. Richtung Norden. Richtung Westen. Von Richtung Westen. Das kommt mir bekannt vor. Oh, jetzt bin ich wahrscheinlich im Kreis gefahren. Von da kommen wir. Tja, da bleibt uns ja nichts anderes übrig als Südwesten, oder? Süden. Ja, das ist schon interessant. So. Also, das muss mit den Sounds zusammenhängen. Wir können Westen fahren, fahren wir Westen. Das hört sich schon mal anders an. Gucken, wo können wir denn noch? Southwest oder Süd? Oder Ost?
Schauen wir mal Southwest. Oh, den habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Aber kein Sound. Also falscher Weg. Fällt Southwest also weg. Northwest. Southwest fällt weg. Oh ja. Also Northwest war richtig. Northwest. Also wenn man sich nur nach dem Sound richtet, sollte es ein Ufer sein. Was uns hier erwartet. Das ist ein Rückschritt. Northeast fällt weg. Southeast. Okay, hier waren wir auch schon mal. Also Southeast. Wir sind gerade gefahren, also kommen wir aus Northwest. Da brauchen wir dann nicht mehr hinfahren. Also Southeast. Southeast. Northwest brauchen wir nicht, fahren wir mal nach Süd. Sound, also zurück. So, Süd fällt weg, Südwest. Südwest fällt auch weg. Da kommen wir her. Also nur noch nach Ost. Ja, bevor es jetzt hier zu langweilig wird, mache ich hier kurze Pause und wenn ich das gelöst habe, dann melde ich mich da wieder. So, wir, also jetzt so nach einer gefühlten Stunde rumfahren, glaube ich, ich hab's. Ich habe jetzt nochmal alles back
gebacktrackt hier, also zurück zum Start. Und habe das mal ausklamüsert. Es geht wirklich um die Sounds, die man da hört. Und dann fahre ich jetzt mal die Strecke ab. Dann könnt ihr nämlich auch mal hören, wie sich das dann anhört. Also, wir fahren Richtung Norden als erstes. Und dann Richtung Westen. Dann wieder Richtung Norden. Also ich war schon kurz davor, Richtung Osten. Nochmal Richtung Osten. Richtung Süden. Westen, Südwesten, da. Südwesten. Also dieser Sound wiederholt sich zweimal. Dann Richtung Westen. Da war ich vorhin nämlich auch schon. Nordwesten. Richtung Nordosten. Diese Trial-and-Error-Methode ist so, und das ist der letzte Part Richtung Südosten und somit habe ich in einer geschlagenen Dreiviertelstunde nach dem Stopp mein Ziel erreicht. So, und für alle, die es interessiert,
Die Richtung lautet nochmal im Einzelnen: Norden, Westen, Norden, Osten, Osten, Süden, Süden, Westen, Südwesten, Westen, Nordwesten, Nordosten, Norden, Südosten. Und wenn man das rausgekriegt hat, ist man recht glücklich. Weil ich werde diese Strecke noch zweimal fahren müssen, weil ich ja keine Seite mitgenommen habe. Und hier ist das Mistbuch. Genau, da geht's nämlich wieder zurück. So, somit hätten wir das Selenitic-Age-Zeitalter auch beendet. Und wenn ich jetzt einfach nochmal zurücklaufe, weil ich habe die Seiten nicht mitgenommen, dann hoffe ich, dass ich diese Bahnfahrt nicht noch einmal machen muss. Aber ich glaube, dass ich es nochmal komplett durchstehen muss. Aber ich möchte ja euch nicht die beiden Videos von der roten und von der blauen Seite vorenthalten. Ich hätte das auch Anfang mitnehmen können, ne? Das war auch ein bisschen von mir Dummheit. Aber naja, was soll's. Nehme ich die. Wo war die roten? Nein, nehmen wir erst die blaue Seite mit. Dann fahre ich gleich nochmal mit der Bahn. Da war die blaue Seite. Und mache dann jeweils zwei Einblendungen nochmal, wenn ich die beiden Seiten quasi in die Bücher reinramme. Ich hoffe jetzt, dass ich das nicht. Also ich hoffe inständig, dass ich die Fahrt nicht nochmal machen muss. Aber so wie es aussieht, wird mir das nicht erspart bleiben. Oder? Ich glaube nicht. Also, ich werde jetzt die Fahrt noch einmal machen. Dann gibt es wieder eine kurze Einblendung für die Seite im Buch und dann nochmal für die rote Seite. Und damit verabschiede ich mich aber schon mal bis zum nächsten Zeitalter. Naja, Zeitalter würde ich nicht nennen. Das ist ja wieder die Rätsellösung auf der Insel. Okay, danke fürs Zuschauen und dann viel Spaß noch bei den beiden Videos für die Brüderbücher und bis zum nächsten Mal. Will destroy me just as he did. Innocent bystander. I've been wrongfully tricked into imprisonment. Didn't you have observed his unbridled lust for riches? In the four remaining worlds. Some plot. It was almost perfect. Final blow to father. You tricked him into believing that it was I who
who was the murderer. I didn't murder father. Bring me the remaining. Please. A liar. All in a liar. Must not be free. Remaining blue pages from the last age of mist. I must be free. You must free me. I cannot bear it here for eternity. Free me. With each page I can see more clearly. Soon, be free from this horrid prison, this book. You must visit the one remaining age you have not. Confident that my brother Akinar is demented. He is guilty. Advantage of the freedom our father had given us. Akinar began to appear. I ask you again. Do not retrieve the blue pages. He will destroy both myself and you, just as he destroyed. I am innocent, and he is guilty. This forgotten island long ago. I will owe you my life, and you will be greatly